Geh weg, Motte. Es gibt's doch nicht hier. Hau ab. Lass mich in Friesen. Frieden. Was wollte ich gerade? Genau, ich wollte den hier wegklicken. Dann den. So. Jetzt seht ihr alles irgendwie ganz anders. Das hier ist der Raum, der mein Traum, der zwei Schritt vom Ausgang kaum. Ich gehe mal ein Stück weiter hier rüber. Hier bin ich noch kräftig am Bauen, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich dachte, ich muss jetzt endlich mal irgendwas machen in diesem Raum. Wir haben es auch draußen noch relativ hell. Ich habe aber alles mit Teichfolie zugeklebt, so dass es hier immer stockfinster drin ist. Genau wie mein Schlafzimmer. Ich habe ja 13 Jahre als Wachbär verbracht und musste oft genug die Nächte durchwachen. Und dann will man tagsüber schlafen, also habe ich Teichfolie an den Fenstern. Das habe ich jetzt hier oben auch gemacht. Trümmerteile, Katastrophe, Chaos. Ihr habt keine Vorstellung, wie das hier vorher ausgesehen hat. Es ist auch lange, lange noch nicht fertig. Das hier ist der ordentliche Teil des Raums. Das wird noch viel Arbeit bedürfen. Es wird das ein oder andere Reactions-Video geben. Ganz einfach, weil Reactions-Videos sind billig gemacht. Die kann man ruckzuck machen. 10 am Tag, überhaupt kein Problem. Man braucht eigentlich nur ein loses Mundwerk und muss gehässig auf andere Leute kommentieren. Leider werden sie in einem grauenvollen Englisch sein, weil es, ja Gott, ich kann ja nur kommentieren als Deutscher, was andere über die Deutschen sagen. Es macht also wenig Sinn, wenn ich jetzt einen Deutschen, der über Amerika was sagt, kommentiere, weil ich war nicht lange genug in Amerika, um irgendetwas davon bestätigen zu können. Ja, und umgekehrt, Leute, die jetzt in Amerika leben und dann als Deutsche irgendwas über Amerika machen, habe ich auch keine Kommentare zu. Also kann ich es nur auf Englisch machen, dann ist das eben so. Vielleicht kommen ja ein paar Amerikaner auf den Trichter und gucken jetzt auch mal auf diesen Kanal, aber schauen wir mal. Ich glaube, die haben genug andere Leute, die sowas machen. Es ist ein Versuch, es macht mir Spaß und darum mache ich das. Ne? Einen anderen Grund brauche ich auch nicht. Ich brauche nur Spaß zu haben. Mehr Grund brauche ich nicht. Ja, allein schon hier die Räumerei. Ne? Also hier sammelt sich ja seit 20 Jahren sammelt sich hier Katastrophe, Müll durcheinander und alles Mögliche an. Ich habe hier schon drei riesengroße Anhängerladungen zum Sperrmüll gebracht. Wir haben hier nebenan gleich die Müllkippe, wollte ich gerade sagen, ne? den Reststoffverwerter. Ja, das wird noch einiges mehr werden. Naja, ja, das mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich überhaupt nichts sagen, aber ich dachte, Mensch, die Kameras an. Und hier soll ja auch alles her verlegt werden. Übrigens, wo ich vorher den Tisch hatte, wo ich was draufstelle und dann darüber erzähle. Das geht hier nicht, weil hier habe ich meine Tastatur, da steht der Monitor, hier habe ich gar keinen Platz. Das heißt, ich muss jetzt erst nochmal einen Tisch ran schaffen, der dann hier stehen wird. Und ich habe bereits eine zweite von diesen sündhaft teuren 19-Euro-Kameras bestellt. Ich gucke mal hier unten hin, weil der Kontrollmonitor ist hier unten. Ich kann mir das einfach nicht abgewöhnen, ich weiß. Ich meine aber, ich rede mit euch, also ich meine euch schon. Ja, hier kommt dann der Tisch hin und dann wird hier irgendwie noch eine zweite Kamera von diesem Kaliber sein. Ne? Das ist ja eine Full-HD-Webcam. Ob ich beide gut sich miteinander vertragend hier unterbringen kann am selben Rechner, das müssen wir noch rauskriegen. Es gibt ja diese Videosticks, mit denen man wunderbar HDMI-Signale digitalisieren kann. Das Problem ist nur, wir haben eine Zeitverzögerung. Jetzt kann ich natürlich die Tonspur auch zeitverzögern. Dann könnte ich notfalls, ich habe ihn hier auch irgendwo, ne? Ich habe den Stick ja hier irgendwo liegen, ich habe schon einen bestellt gehabt, da ist er, ne? HDMI, ich bin hier mit auf alles gewappnet. Rums, wackelt schön, ne? Erdbeben. Das heißt also, wenn es hart auf hart kommt und das irgendwie qualitativ alles nicht so, wie ich will, dann nehme ich eine von meinen HDMI-Kameras, stelle die da hin und dann verzögere ich den Ton. Aber bei den Reactions, die ich mache, ne, wobei ich das dieses Setup jetzt so eigentlich für die Reactions vorgesehen hatte, da kann ich mir das eben nicht erlauben. Das muss Zeit gleich kommen und deswegen Webcam. Und ganz ehrlich, für die Auflösung, in der ich das mache, reicht das doch auch. Dieses Video jetzt hier, das ich hier mache, es wird wahrscheinlich in 720p hochkommen. Die Reactions selber, die werde ich in Full HD machen müssen, weil das, worauf reacted wird, ist ja immer kleiner. Und wenn ich das in 720p mache, dann ist ja gar nichts mehr zu erkennen. Also da muss ich leider auf Full HD gehen. Ja, also hier Tisch, ne, Kamera noch eine, oder Licht muss hier, ne, damit das alles viel heller wird im Hintergrund und im Vordergrund.
Ne, allein was das für ein Aufwand ist, das bisschen Licht hier hinzukriegen. Ne? Nicht, dass ihr, ich gucke schon wieder unten. Nicht, dass ihr glaubt, das wäre hier irgendwie so Tageslicht oder irgendwie welche Lampen. Nein, das sind Elgato mit farblich so eingestellt, dass ich nicht käsebleich rüberkomme und. Das ist ein Eiertanz. Und da hinten die Lampe, die leuchtet auch nicht ganz von selber, sondern speziell, damit das grün ist. Da steht im Moment noch so viel Gerumpel und Gelumpe, deswegen kann sie nicht in die Breite leuchten. Vielleicht leuchte ich auch von oben herab dahin. Das werden wir noch alles sehen. Da Schrägen sind nicht unbedingt hilfreich, wenn man überhaupt irgendetwas Vernünftiges mit einem Raum anstellen will, aber die ganze obere Etage besteht aus Dachschrägen. Das ist nun mal so. Ja, ich rede schon wieder wirres Zeug, aber das macht nichts. Gleich sind eh Nachrichten. Bis dahin muss ich wieder unten sein. Ich danke euch fürs Reingucken und wünsche euch, ich muss ja da reingucken, und wünsche euch alles, was ihr mir auch wünscht. Sagt der Mann, der seine Kamera ganz alleine ausschalten muss.